Herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Wir sind in der Mine des Banditenlagers und wollen hier gerade die Minecrawler töten. Ich weiß nicht, wie viele Feuerbälle wir für die brauchen. 2, wie es aussieht. Das sollte eigentlich locker machbar sein. Da ist noch ein Minecrawler, der ganz schön nah. Oh. 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 Feuerpfeil. Okay. Hat nicht geklappt, ich weiß. Aber die sind nicht schwer zu töten. Das kriegen wir auch so noch schnell mal mit der Waffe hin. Auch wenn es 2 sind. Es geht nur einfach viel angenehmer mit Magie. Aber wie gesagt, so ist es auch kein Problem. Das kriegen wir schon hin. Gehangen. Wir nehmen noch ein bisschen Kräuter zu uns hier. So. Nee. Das lohnt nicht. Ach, meine Güte. Hi. Na gut. Dann nehme ich Feuerbälle. Natürlich trifft man mit Feuerbällen nicht auf einen halben Zentimeter Entfernung. Aus irgendeinem mir unerfindlichen Grund. So, und jetzt gehen wir mal schnell zurück schlafen. Zu den Betten der Sklaven, weil ich habe keine Lust hier alle meine Ressourcen völlig aufzubrauchen. Das ist kein Geheimnis. Oh. Der war doch sturzbetrunken. Ich nehme mal hier so viel ich kann mit. Das will doch keiner wissen. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Da bleibt ja eine Menge übrig. Muss man dann nur mal schauen, wie man das am besten eintauschen kann. Okay, alles aufgebraucht. Da gibt es nichts mehr zu holen. Gehen wir weiter. Vielleicht machen wir es demnächst so. Wir benutzen nur noch einen von den Feuerbällen pro Gegner. Und warten dann, bis er rangekommen ist und greifen ihn danach noch einmal an. Also, töten den dann immer einzeln. So verbrauchen wir nicht so viel Mana, müssen nicht dauernd zurückrennen oder Mana auffrischen. Ich denke, das wird das cleverste sein. Und vorher schauen wir uns vielleicht sogar noch mal ein bisschen mehr hier oben in der Höhle um. Mal nach, mit wem wir ja noch so reden können. Lena hatten wir ja schon. Hey, Emilio. Wie läuft's? Ich rackere mich ganz schön ab. Ja, Hauptsache, ich werde nicht von einem Crawler gefressen. Ich könnte mir so etwas nie erlauben. Hey, mich brauchst du das nicht zu fragen. Wieder bei der Arbeit? Ja, jetzt hole ich auch noch das letzte Stück Gold aus dieser Mine. Kannst du meine Fähigkeiten im Goldhacken einschätzen? Bei dir würde ich sagen, du bist ein waschechter Buddler. Boah, das nimmst du zurück. Das sind doch alles nur Gerüchte. Gut. Alle sind gerannt. Nochmal. Los, hacken. Ich glaube, hier bei der Schmiede daneben konnte man das Gold eintauschen. Hey, alle. Na gut. Hey, du. Was machst du? Schmilzt du dein Gold ein? Nein, ich putze Gemüse.
Natürlich schmelze ich Gold ein und ich mache Münzen daraus. Dann stell dir vor, eines schönen Abends kommt Raven um die Ecke und drückt mir einen Münzstempel in die Hand. Aus einem einzigen Goldbrocken kann ich einen Haufen Münzen prägen. Ich bin so gut, dass man den Unterschied nicht mal merkt. Wie viele Münzen gibst du mir für einen Brocken? Naja, ich kenne dich zwar nicht, aber ich mach dir einen Freundschaftspreis. Für einen Brocken gebe ich dir 10 Goldstücke. Lass uns falschen. Nein, nein. Das ist ein Standardpreis, den jeder kriegt. Ich dachte, es wäre ein Freundschaftspreis. Ist es auch. Wir sind doch alle Freunde hier. Was weißt du über Raven? Du glaubst es nicht. Ich war dabei. Ich habe gesehen, was er in der Gruft gemacht hat. Er hat seltsame Worte gemurmelt und gerufen. Immer wieder. Kardimon Fatang Shatar Fatang Beliar. Und dann kam ein gleißendes Licht aus der Gruft und ich hörte den Schrei. Oh, ihr Götter, diese Stimme! Das war der Klang des Untergangs der Welt! Raven hat mit ihr gesprochen. Sie haben sich unterhalten. Raven und die Stimme. Ich weiß nicht mehr, was sie erzählt haben. Ich weiß nur, dass ich erst viele Stunden später wieder in der Lage war, meine Knochen zu bewegen. Okay. Lass uns tauschen. Wow, nicht schlecht. Alle sind gerannt wie die Hasen. Ich war ganz allein. Das war doch seine Entscheidung. Gut, dort gehen wir als nächstes dann hin, aber vorerst machen wir jetzt mal in der Höhle weiter mit den Minecrawlern. Die warten ja auch noch auf ihr Ende. Ja, erwischt. Gewickelt war das. Na komm. So. Oh, da ist jemand? Ja. Nicht mehr. Und da geht er down. Noch ein Trank. Trank, Spruchrolle, wahrscheinlich irgendwas mit Mag. Oh, ein Hurricane. Lederbeutel. Hier waren wohl Minecrawler Eier. Mhm. Oh, jetzt sind wir gleich fertig mit dem Minecrawler. Okay. 120 sollten es gewesen sein, auch wenn da irgendwie komisch das gerade da stand. Sind wir hier, eine Spruchrolle mit Blitz, Lauflieder und noch ein Lederbeutel. Wir müssen bei Gelegenheit mal wieder ein bisschen die in der Ruhephase nutzen, um die Minecrawl, also was wollte ich denn gerade sagen? Ich weiß es nicht mehr. Schon wieder vergessen. Es ist an manchen Tagen wirklich fürchterlich mit mir. Was ist hier? Ein Trank Butlerfleisch. Und jetzt würde ich sagen, bevor wir hier jemanden Bescheid geben, dass man hier runter jetzt auch kann, werde ich erstmal gucken, ob hier Gold zu finden ist. Und wenn ja, werde ich es abarbeiten. Da ist doch ein Goldklumpen. Gleich mal mit dem Trümmerschlag hier. Da wackelt die Erde. Vielleicht werde ich demnächst doch mal ein bisschen Lernpunkte investieren, um meine Stärke zu erhöhen, damit ich mal eine bessere Zweihandwaffe in die Hand nehmen kann. Nämlich wahlweise den Stab des Rings des Wassers oder gleich einen richtig guten. Müssen wir mal schauen. Ah, jetzt habe ich zweimal verpasst, den Trümmerschlag anzusetzen.
Aber ich glaube, es macht auch überhaupt keinen Unterschied. Jedenfalls bekommt man hier genügend Gold, dass man wirklich seine Finanzen mal ein bisschen aufbessern kann. Und vielleicht ist es deswegen auch sinnvoll, ist das auch sogar sehr sinnvoll, um sich mehr Mana-Tränke wirklich mal zuzulegen. Kann ich doch mal? Ey, ich wollte gerade sagen. Womit denn? Womit denn? Womit denn? Keine Ahnung, mit der Spitzhacke hätte ich gedacht. Ist die weg? Ist weg. Wie ist. Hä? Wie kann denn das passieren? Kann so eine Spitzhacke kaputt gehen? Na, ich gehe jetzt nochmal zu Skelly und kaufe nochmal eine, aber das ist ja eher seltsam, hä? Sag dem hier aber nochmal Bescheid. So, das sollte es gewesen sein. Die Crawler sind erledigt. Bloodwayne ist schon auf dem Weg. Das ist doch das, was du wolltest, oder? Ich meine, du hast die Crawler abgemetzelt, damit Bloodwayne herkommt. Also, was immer du vorhast, tu es jetzt. Vorher gehe ich allerdings auch nochmal schlafen, weil wenn man gegen Bloodwayne... Das juckt richtig in den Fingern. Es ist nicht das erste Mal, dass er stirbt. Dass er durch. Entschuldigung, ich muss es anders ausdrücken, dass er durch meine Hand stirbt. Und es wird hoffentlich nicht das letzte Mal sein. Lass uns handeln. Oh, Streitaxt. Ich nehme mal ein bisschen Mana-Extrakt mit hier. 18 kostet mich das und ich krieg dafür 10. Hm. Das hättest du dir so gedacht, hä? Eine Spitzhacke wollte ich eigentlich haben, stimmt. Danke für den Hinweis. Nein, es gibt ja keinen Livestream. Ich habe tatsächlich überlegt, das als Livestream zu machen, aber mittendrin anzufangen, Livestream ist irgendwie blöd und dafür stürzt mir das Spiel einfach zu häufig ab und ich glaube, das macht dann auch keinen Spaß beim Zuschauen. Geschweige denn, müsste man ja erstmal eine Zuschauerbasis haben, die regelmäßig den Livestream dann auch noch schaut. Aber vielleicht mal an euch gefragt, hättet ihr generell Interesse an einem, dass ich das Spiel hier im Livestream sozusagen weitermache und zum Beispiel immer Sonntagabend oder auch immer jeden Dienstagabend oder was weiß ich, wäre das für euch von Interesse? Oder sagt ihr eher, nee, mir reicht das Video, ich möchte es gucken, wenn ich Zeit habe und... Alles andere interessiert mich ja eigentlich kaum. Das würde mich interessieren. So. Da unten wartet unser langjähriger Feind. Bloodwyn. Ich möchte ihn am liebsten direkt einfach mit der Eislanze von Entfernung töten, aber ich bin mir ziemlich sicher, hey, dass das schwierig ist. Du hast die Mindcrawler getötet? Gut, ich übernehme jetzt. Los, verschwinde! Warte mal. Du bist noch nicht weg? Wir haben noch was zu klären. Ich suche Raven. Ja, und warum glaubst du, dass Raven ausgerechnet mit dir? Warte mal, du bist das? Du bist der Kerl, den wir die ganze Zeit gesucht haben. Was machst du hier? Du solltest längst tot sein. Das sagt man mir dauernd. Diese Pünden haben alle versagt. Aber an mir wirst du nicht vorbeikommen. Dieses Mal erledige ich dich. Wie ich bereits sagte, es ist Raven, den ich suche. Du bist nicht wichtig für mich. Ich werde dich töten. Ich habe bis jetzt jeden Kampf überlebt. Stimmt nicht. Und ich dachte, ich hätte dich erwischt. Ach, du mieser Hund. Und ich habe die Explosion der Barriere ohne einen Kratzer überlebt. Und wer glaubst du, hat die Barriere zum Einsturz gebracht? Ach, du mieser Hund. Du kannst mich nicht besiegen. Ich bin Ravens engster Vertrauter. Seine rechte Hand.
Ah, viel zu gut. Er hat wohl keine Zeit, um wählerisch zu sein. Ach, du mieser Hund. Genug geredet. Lass uns kämpfen. Es ist sowieso zu spät für dich. Raven ist gerade dabei, den Tempel zu öffnen. Stirb, Mistkerl! Robert zwei Hände. Ach, schade, er sah viel besser aus. Bloodwinds Schlüssel und Bloodwinds Kopf. Aber erstmal hacken. Tja, diesmal ohne Kopf können wir ihn, denke ich mal, nicht noch wieder treffen. Im dritten Teil werden wir also seinem Gesicht entgehen können. Ich werde mal einen Trank noch für Mana nehmen. Weiß ja nie. Haben wir ja gerade mal angefangen, uns sowas hier zu leisten. Speichere ich nochmal. Dann reden wir mal mit der Wache. Mit dem Garas, was er dazu sagt. Du hast es diesem Penner ja ordentlich gezeigt. Saubere Leistung. Dann werde ich mich mal in der Höhle umsehen. Ja, mach das. Oh, freier Goldklumpen? Ah, ne. Sklave, 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 Sklave. Hm. Da stellt sich das immer so ein. Hey, wo willst du hin? Willst du in diesen Gang? Naja, warum nicht? Da hinten sind noch mehr Sklaven. Wegen mir kannst du rein, aber schlag sie nicht so fest, dass sie nicht mehr arbeiten können. Schließlich wollen wir ja nicht, dass sie hier nur noch rumsitzen. Wir müssen Gold hacken. Verstehe. Und wer hat das angeordnet? Das ist ein direkter Befehl von Bloodwyn. Ich dachte, Raven wäre hier der Chef. Richtig. Aber er hat die Sklaven Bloodwyn geschenkt. Er hat wohl keine Verwendung mehr für sie. Lass die Sklaven frei. Pass mal auf. Bloodwyn hat hier das Kommando. Ihm gehören die Sklaven. Also hat er das Recht, sie freizulassen. Außerdem hat Thoros da auch noch ein Wort mitzureden. Und was ist mit dir? Hast du hier irgendwas zu sagen? Hier, reicht das? Steck das wieder weg! Das will ich nicht sehen! Es wäre besser für dich, wenn du die Sklaven jetzt freilässt. Warte mal! Bloodwyn ist nicht der Einzige, der hier was zu sagen hat. Solange ich keinen Befehl von Thoros habe, wird hier niemand freigelassen. Du hast doch gesagt, dass die Sklaven Bloodwyn gehören. Ja, ich habe aber auch gesagt, dass ich ohne Befehl von Thoros niemanden freilassen werde. Du gehörst zu den Typen, die ohne Befehl nicht mal pinkeln gehen, was? Ja. Aber die muss es ja auch geben, ne? Hey, du. Hey, ich bin in Ordnung. Aber Pathos ist ziemlich am Ende. Wenn du was willst, rede mit Patrick. Er ist unser Vorsprecher. Hey. Was willst du? Ich bin nur ein gefangener Arbeiter. Ich hab nichts getan. Wie geht's dir? Ich bin fertig. Völlig fertig. Ist es ein strahlender Sonnentag oder eine dieser klaren Nächte, in der tausend Sterne funkeln? Ich weiß es nicht. Wo ist der leichte Sommerregen? Wo die Kühle des Abendwindes? Ich spüre sie nicht mehr. Hier drin sterben die Augen zuerst. Halte durch, die Rettung naht. Danke. Danke für deine Worte. Hier, trink das. Ach, danke. Was? Das hat mir gut getan. Wie geht's dir? Dank dir geht es mir besser. Ich fühle, wie meine Kräfte zurückkehren. Schön.
Patrick, Monty und Fleischweizen. Okay, Monty? Hey, du. Hey, wie sieht's aus? Ja, ich lebe und nur das zählt. Wenn du was besprechen willst, dann ist Patrick genau dein Mann. Was muss ich übers Goldhacken wissen? Nun, der Einschlagwinkel ist entscheidend für eine solide Hackerei. Nicht zu flach und nicht zu steil. So kommst du an die Nuggets und deine Spitzhacke hält ewig. Ach, die kann also wirklich kaputt gehen. Okay. Hey, du. Ich komme im Auftrag der Wassermagier. Ich bin hier, um euch zu befreien. So? Und warum sollte ich dir das glauben? Willst du hier raus oder nicht? Natürlich will ich hier raus, aber... Vatras hat mich geschickt. Wenn dir das nicht reicht, könnt ihr von mir aus alle in diesem Loch verschimmeln. In Ordnung, ich glaube dir. Ja? Das ging schneller als erwartet. Okay, jetzt brauchen wir nur noch einen Plan. Ein Fluchtversuch ist eine riskante Sache. William hat's versucht und ist dabei draufgegangen. Die Gefangenen sind Bauern und Arbeiter. Sie vertrauen mir zwar, aber sie werden sich nicht auf eine Flucht einlassen. Muss ich etwa alle Banditen töten, bevor ihr euch bewegt? Das wäre ja Wahnsinn. Aber das kann nicht der Plan sein. Sieh einfach zu, dass die Wachen uns nicht angreifen. Dann verschwinden wir von hier. Okay, ich werde mich darum kümmern. Sag den anderen, sie sollen sich bereithalten. Okay, also eigentlich müssen wir nur noch Taurus überzeugen. Reicht's, wenn ich ihm auch noch den Kopf bringe, oder? Das interessiert mich nicht. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Ich glaube ja nicht, dass das alles ist. Hey, du! Wie sieht's aus? Ich koche hier leckeren Eintopf für die Butler und die Wachen. Aber die Sklaven, die kriegen nichts. Höchstens mal etwas schales Wasser und altes Brot. Das kann diesen Typen aus der Stadt nicht schaden. Na super. Ich dachte, die halten mich ein bisschen miteinander zusammen oder so, aber... Eigentlich sind es alles irgendwie Penner. Kann man wirklich nicht anders sagen. Ich kann mir so etwas nie erlauben. Meinem? Das wird sich hier sind einfach nur Butler. Die werden den Sklaven wohl auch nicht helfen. Hey! Weißt du was über die Gruft? Ja, die Gruft liegt hinten in diesem Gang. Immer den Leichen nach. Da wirst du sie schon finden. Das hätte er ja auch selbst. Wie sieht's aus? Schade, dass wir nur noch so wenig Sklaven haben. Das hätte er doch besser wissen müssen. Wir müssen bald mal neue holen. Die Typen sind schon völlig kaputt. Das soll mir nichts empfehlen. Liegt wohl daran, dass sie so wenig zu fressen kriegen. Warum erfahre ich das erst jetzt? Aber eher schicke ich die Butler wieder an die Arbeit, als dass ich den Hunden ein Stück Fleisch abgebe. Den müssen wir eigentlich direkt voll ins Gesicht schlagen. So. Sklaven. Todessklaven. Naja. Können nicht alle retten, wie es aussieht. Dafür hat es schon zu viele erwischt. Da ist nichts zu holen. Wir gehen gleich in die Gruft rein, keine Sorge. Eine Bohrwasserflasche und ein Kohlenstückchen. Ich speichere mal. Ist nicht ganz geheuer bei dem Gedanken hier reinzugehen. Kann mich nicht erinnern, was hier drin passiert. Aber so schlimm scheint es nicht zu sein. Ein Trank. Eine Spruchrolle. Noch ein Trank. Sag mal, würde es vielleicht helfen, Fortuno vergessen zu lassen? Kann ich mir bald nicht vorstellen, aber... na gut, also hier unten gab es jetzt nichts Besonderes. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu Taurus. Ich habe für so etwas keine Zeit. Und notfalls haben wir die Wachen einfach zu Brei. Alle. Also, mit zu Brei hauen meine ich natürlich mit Eislanzen zu Brei schießen. Oh,
ist Torus? Da ist Torus. Wir speichern nochmal. Was hast du eigentlich vor? Was? Du hast jetzt auch noch Bloodwyn aus dem Weg geräumt. Ich frag mich nur, wer der Nächste ist. Raven? Oder ich? Hast du Angst? Vor einem Kampf fürchte ich mich nicht. Aber vor den Konsequenzen deiner Taten. Dieses Lager ist das Einzige, was uns noch geblieben ist. Es hat vielleicht nicht zur Zufriedenheit aller funktioniert. Aber es hat funktioniert. Und mit jedem, den du tötest, bricht ein Stück unserer Gemeinschaft auseinander. Wir sind Banditen, Ausgeschlossene, Gesetzlose, Verachtete. Wo wir auch hingehen, man wird uns jagen, einsperren und töten. Es gibt keinen besseren Ort für uns als diesen. Keine bessere Zeit als jetzt. Worauf willst du hinaus? Diese Männer brauchen jemanden, der sie führt. Wer soll das machen? Du? Du, der ständig von Ort zu Ort zieht? Dann übernimm du doch die Führung des Lagers. Okay. Aber was ist mit Raven? Raven wird bald ganz andere Sorgen haben. Ich werde mich um ihn kümmern. Ach ja, und sorg dafür, dass die Gefangenen das Lager unbehelligt verlassen können. Geht klar. Ich werde mich um alle Wachen hier draußen kümmern. Mhm. So. Jetzt lassen wir die Sklaven frei. Torus hat schnell nachgegeben, aber gut, wenn er sieht, wie leicht wir hier uns von einem ins andere prügeln, ne? Hat er vielleicht einfach ein bisschen Köttel im Haufen, in der Rüstung, ne? Lass die Sklaven frei. Hast du hier irgendwas zu sagen? Ich habe mit Torus gesprochen. Er befiehlt, die Sklaven freizulassen. Okay, wenn Torus das befiehlt. Ich frage mich zwar, warum er sowas entscheidet. Aber für deine Fragen wirst du nicht bezahlt. Ist ja schon gut. Ich werde hier also nicht mehr gebraucht. Dann hole ich mir mal eine Suppe. So, jetzt sagen wir dem Patrick Bescheid und dann sollten auch die Sklaven frei sein. Alles klar, ihr könnt abhauen. Gut, ich kenne eine Höhle im Sumpf. Da werden wir uns erstmal sammeln. Aber wie geht's dann weiter? Verlasst den Sumpf Richtung Südwesten. Bei den alten Tempelruinen haben die Wassermagier ihr Lager aufgeschlagen. Sie werden euch einen Weg aus diesem Tal zeigen. Danke. Vielen Dank. Wir alle stehen tief in deiner... Schon gut. Okay. Dann können wir jetzt eigentlich den Wassermagiern Bescheid sagen, dass die sich jetzt nicht mehr kümmern müssen. Jetzt gucken wir mal, was die Wache dort unten sagt. Ob er noch was sagen möchte, dass er jetzt vielleicht selber anfängt zu buddeln. Wie sieht's aus? Die Sklaven sind weg. Schade. Naja, dann müssen wir halt wieder die Butler schlagen. Oder die Butler euch. Bald. Oder ich euch. Nicht ganz so bald. Oder vielleicht sogar noch baldiger. Ich bin mir nicht sicher, ob das Wort existiert, aber... Jetzt gehen wir kurz zu den Wassermagiern und geben denen mal einen aktuellen Stand. Oder dürfen wir mittlerweile da oben rein? Ich probiere es einfach mal. Hey, langsam. Du kommst nicht rein, also verschwinde. Geh aus dem Weg, ich muss zu Raven. Niemand betritt diese Gemächer. Klare Anordnung von Raven persönlich. Hier. Willst du mich jetzt immer noch aufhalten? Ist das Bloodwyn? Boah, das ist ja... nein, ich meine, du kannst durch. Ich würde ja sagen danke, aber nö. Okay, schauen wir uns mal hier genauer um. Bloodwyn ist tot. Und sein Kopf ist quasi unser Schlüssel. Jetzt können wir uns hier in Ruhe umgucken.
Oh, nicht schlecht. Eine neue Rüstung. Eine neue Rüstung, die stärker ist als alle anderen Rüstungen, die wir bis jetzt so hatten. Sehr gut. Ich habe da hinten gerade einen Zombie gesehen. Okay, ich habe viele Zombies gesehen. Ich nehme es. Gehe erstmal kurz hier lang. Mal, was war denn hier noch? Was man hier noch sehen kann, wollte ich eigentlich sagen, aber dann hat uns das Video mit Raven ja direkt unterbrochen und ich habe gerade auf die Uhr geschaut und muss sagen, tut mir leid, aber an dieser Stelle endet die Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao!